Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid. Und heute sind wir wieder auf dem PBE unterwegs, aber dieses Mal mit Diana. Denn Diana hat ebenfalls ein, ja ich sag mal, Rework, Mini-Rework. Ja, ich denke, man kann schon von Rework reden, bekommen. Wir werden das auch schnell abhandeln. Wir spielen gegen Zed. Also, was wurde an Diana verändert? Erstmal grundsätzlich, kurz noch vorher, ich habe vor 2 oder 3 Seasons Diana gemaint, auf Diamant super viel gespielt. Das heißt, ich weiß absolut, wovon ich rede hier in diesem Video, ja. Da könnt ihr mir nix. Was wurde geändert? Es wurden viele Dinge geändert, oder einige. Das Wichtigste ist, dass ihre E und Ultimate getauscht worden sind. Das heißt, die Ultimate zieht jetzt zusammen und macht Schaden, was Neues. Und die E ist jetzt also der Dash. Und den können wir quasi jetzt schon rein theoretisch mit Level 1 skillen. Bei der Ultimate funktioniert das so, ihr zieht alle Gegner ran und nach einer Sekunde kommt so Mond-Damage und dann kriegen die Gegner Schaden, 200, das ist ein relativ guter Wert. Und für jeden weiteren Gegner, der da drin ist, wird der Schaden um 35 erhöht, plus 15% AP-Scaling. Die Passive gibt jetzt permanentes Attack-Speed, dafür macht es aber deutlich weniger Schaden. Also beziehungsweise das Scaling auf der Passive ist deutlich geringer. Das Matchup gegen Zed ist eigentlich ein Matchup, was 100% free ist. Diana ist unglaublich gut gegen Zed. Unter normalen Umständen. Und wir werden jetzt rausfinden, wie das jetzt für die, in Anführungsstrichen, neue Diana jetzt funktioniert. Was wir natürlich gameplay-technisch jetzt haben, ist, dass wir deutlich früher schon aggressiv spielen können. Denn wir haben ja jetzt gleich, wir können jetzt gleich die E skillen. Und das heißt, wir können jetzt schon was machen in der Lane. Und das ist so einer der Punkte, den man bei Diana mit reinbringen wollte, dass sie halt nicht erst bis Level 6 warten muss, sondern halt vorher schon Gas geben kann. So. Wir skillen jetzt mal nicht das Schild, was vielleicht klug wäre, wir machen jetzt die E. Und jetzt landen wir das Q und können einfach mal hier drauf springen, machen noch einen Auto-Tag und können nochmal hier hinterher springen, machen noch Auto-Tags, machen Flashpots rein, prügeln noch ein bisschen weiter, machen Ignite drauf, machen Q und töten den Boy. Das zum Beispiel muss man jetzt ansagen. Klar, der Zed hat vielleicht auch ein bisschen geintet, weil, ich hatte natürlich meine Passive. Ihm ging irgendwann der Schaden aus. Er hat seine Passive zwar einmal benutzt, aber das war's dann auch. Während ich natürlich die ganze Zeit Passive procken kann. Hier hat man schon gesehen, hey, das ist cool, das ist so einer der Vorteile an Diana. Zack, können wir nochmal draufspringen, zack, okay, das habe ich geintet, aber passt. Jetzt, wenn wir ein bisschen Zeit haben, lasst uns über Zahlen reden. Lasst uns über Zahlen reden. Denn die Zahlen wurden verändert. Die Passive macht denselben Schaden, gibt mehr Attack Speed später, statt 90% 120%, also wenn ihr einen Zauber macht, aber hat nur noch 40% AP-Scaling statt 80%. Das heißt, hier fehlt unglaublich viel. Jeder, der Diana Main ist, der weiß, hey, wenn ihr die Passive slasht, klatsch, 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 den Dreier-Move, damit könnt ihr Gegner slashen und auch Türme slashen, die werden komplett aus dem Leben genommen. Macht turbo viel Damage. Wahrscheinlich einer der most underrated Spells so im Game, wo du halt denkst, ja, der macht eh nichts und dann boom. Vor allem mit Lich-Bane, mit 800 AP, 1000 AP, 100.000 AP. Weiter im Text. Die E macht natürlich statt 100 Damage jetzt nur noch 40, was logisch ist, weil man jetzt Punkte reinmachen kann. Und hat statt 60% AP-Scaling 40% AP-Scaling. Hier muss man natürlich sagen, das schmerzt mehr als es klingt, weil ihr ja, ich ping ihn mal back, damit ich das hier alleine fighten kann, weil wir ja öfter springen. Das heißt, wenn wir zweimal springen, fehlen uns 40%. Und in der richtig guten Kombo, wenn wir dreimal springen, fehlen uns 60% AP-Scaling und natürlich der ganze Damage, weil wir da keine Punkte reinmachen. Wir müssen die Q skillen. Die E zu skillen wäre absoluter Int. Nice, hier können wir springen. So, jetzt könnten wir halt die E benutzen, um nochmal zu springen. Und wir warten jetzt halt, um wir nochmal Q zu machen. So, und können nochmal springen. Machen noch ein Passive Hit. Und könnten jetzt nochmal springen rein, theoretisch, aber er ist zu weit weg. Ich hätte vielleicht auch Doppeljump machen sollen, aber ich wollte mir halt die Option noch frei halten. Das heißt hier, ne, bis Level 6, auf jeden Fall mehr Power. Klar, wir können den Gegner nicht zu uns ranziehen, das sackt ein bisschen manchmal ist es nämlich ganz cool. Aber im Early Game auch eigentlich nicht so nützlich, wenn wir ehrlich sind. So, wir werfen nochmal ein bisschen Feuer hier rüber, der Skin ist ganz cool eigentlich. Weiter zu den Zahlen. Natürlich nicht nur das AP-Scaling fehlt, sondern auch jedes Mal, wenn wir springen, fehlt uns Base Damage. Die Ultimate. Die Ultimate macht 60% AP-Scaling. Also ich weiß gar nicht, interessiert euch sowas überhaupt? Ich finde Zahlen unglaublich wichtig. Unglaublich wichtig. Aber vielleicht gibt es hier einfach, ja, Tobi, ich will einfach Damage sehen. So, kann ja sein, dass ihr so seid. Aber ich denke mal, Leute, die sich wirklich mit Diana beschäftigen, für die ist das wichtig. Oder ist der Lee Gang? Die Ultimate macht 60%. Und da muss man sagen, die sind natürlich neu. Die alte E hat ja gar kein Damage gemacht. Das heißt, hey, 60% obendrauf. Das ist cool. Und sie macht 15% mehr für jeden Gegner, den ihr ranzieht. Das heißt, wenn ihr 3 Gegner zieht, dann macht die 90% AP-Scaling, was schon ziemlich cool ist. 90% Shepard wie Sau.
muss man einfach sagen, schon echt cool. Hat aber dafür natürlich jetzt sehr viel Cooldown. Das heißt, sie hat jetzt finally ein Spell, der sehr viel Cooldown hat. Vorher war ihr ganzes Kit ja sehr, ja, hatte wenig Cooldown, maximal so 20, vielleicht 30 Sekunden mit der Ult, weiß ich nicht. Aber nun ist es jetzt sehr wenig. So, wir können mal gucken, ob wir hier noch ein Engage kriegen. Okay, er ist jetzt Level 6. Das Wichtige, was wir halt gucken müssen, ist, er könnte aus unserer Ult escapen. Wenn er muss eine Sekunde lang in der Ult drin sein. So, was wir machen können, ist hier eine Q. Jetzt können wir auf das Ding hier springen, rein theoretisch. Aber vielleicht machen wir das nicht. Wir können auch einfach zu ihm springen. Ich meine, er hat einen Punkt drin. Brauchen wir so viel Damage? Wir könnten halt sagen, wir springen jetzt mal hier. Wir ziehen ihn jetzt mal ran, machen Ignite drauf. So, er zieht. Zack. Okay, den haben wir relativ umgebracht, muss man sagen. Hier war Amumu noch dabei. Hätten wir wahrscheinlich auch alleine geschafft. Können wir den Tower shredden? Wir haben doch Attack Speed jetzt ein bisschen. Machen eine Q für Attack Speed. Zack. 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 Machen nochmal die W an. Komm, eine Platte geht. Aber gibt nicht mehr so viel Geld jetzt, ne? 120 nur noch. Schade. Vielleicht kriegen wir das ja auch noch durchgepusht. Das Mana wurde übrigens entfernt. Das heißt, ihr kriegt kein Mana mehr durch eure Passive Auto-Tags. Das heißt, hier drauf können wir jetzt gerade nicht bauen, dass wir noch Mana wiederherstellen. Aber wir haben auch genug. Gut. Ja. Zack. Ab in die Base. Also grundsätzlich sieht es jetzt erstmal ganz nett aus. Es hat alles Vorteile, alles Nachteile, muss man definitiv sagen. Wir kaufen mal Schuhe, würde ich sagen. Und machen wir mal ein Control-Board. Komm, wir gehen mal. Nee, auf dem PBE-Control-Board zu kaufen, ohne Witz. Sowas machen wir nicht, Leute. Sowas machen wir nicht. Das ist Quatsch. Was sind denn zum Beispiel Nachteile von Diana? Wollen wir vielleicht darüber reden? Ja, ich finde, es gibt einige Kombos. Die fand ich vorher sehr, sehr cool. Die gehen jetzt nicht mehr. Das heißt, du konntest vorher ab und zu einfach mal Ultimate E machen. Den Gegner einfach mal Ultimate E ranziehen. Wenn zum Beispiel, wenn jetzt ein Gank kommt. Nehmen wir das Szenario, ich bin die alte E und jetzt kommt ein Gank. Da könnte ich einfach zum Set springen, Ultimate einfach drauf, ohne Q, alles einfach drauf und E. Die Wahrheit ist aber, dass die Ultimate immer Cooldown hat aktuell gefühlt. Also ich habe schon ein Diana-Game gemacht und die Ultimate hat immer Cooldown, wenn du sie brauchst. Wenn du das Ranziehen brauchen könntest, hat sie immer Cooldown. Man könnte jetzt auch sagen, hey, man könnte Diana jetzt jungeln, aber was passiert, wenn du Diana jungelst? Wenn du Diana jungelst, wird im Endeffekt das passieren, du springst zum Gegner und das war's. Dann kannst du WQ machen, aber der Gegner wird einfach weglaufen. Dass du eine Q bei einem Gank auf dem Gegner landest, ist relativ unwahrscheinlich. Wir könnten jetzt mal Flash E machen. Komm, wir ziehen jetzt einfach mal ran. Zack. Guck mal, den können wir verprügeln, das ist nett. Und so, das ist die Kombo, die ich meine. Einfach Ultimate. Also die alte Ultimate. Ne, ich muss ein bisschen. Oder sagen wir, ich sag jetzt einfach die. Einfach Dash und ranziehen. Ne? Dash ranziehen. Das ist was Cooles. Und ja, das können wir jetzt halt für 100 oder beziehungsweise jetzt noch 80 Sekunden nicht mehr machen. Da unten ist Leben, müssen wir aufpassen. Das finde ich, stört mich ein bisschen bei ihr. Dass sehr oft die Situation ist, man könnte was machen, rein theoretisch, aber die Wahrheit ist, dass man es nicht kann. Außerdem muss man sagen, dass die Ult natürlich dodgebar ist. Wenn du klug bist, das sind die Leute hier auf dem PBE nicht, muss man einfach immer sagen, dann könnte man... Jetzt zum Beispiel würde ich ihn super... Hätte ich ihn jetzt reingezogen? Ich hätte ihn übel verprügeln können, Leute. Ich hätte ihn so hart geprügelt. Da kommt eine Schade. Ne, ich hätte ihn so hart verprügelt... Auch gegen Katharina, ne? Gegen Katharina-Matchup. Diana ist ja ein Hardcounter zu Katharina. Aber wenn du das Ding nicht ready hast und die Katharina-Ult ist immer ready gefühlt. Ne? So, wir könnten hier machen. Wir könnten jetzt sowas machen. Zum Beispiel jetzt ranziehen, ne? So ungefähr. Jetzt gerade hätte es auch nicht getroffen, aber sowas alles geht nicht. Und das stört mich massivst, muss ich sagen. Deswegen reite ich da gerade so rum. Das stört mich sehr, sehr massivst. Wir können jetzt Botlane mal kurz ganken. Also ja, du kannst einfach aus der Ult rausflashen, weil da muss eine Sekunde drin bleiben. Dashen, Ezreal, Blink, Corki W oder sowas. Ich weiß nicht, ob Corki W funktioniert, aber... So, jetzt auch wieder. Ich kann jetzt hier hinspringen. Ich werde wahrscheinlich aber sterben, wenn wir honest sind. Na, aber ich kann hier actually gar nichts machen. So. Ich kann jetzt hier abhauen. Aber keinen zusammenziehen. Ich hätte vielleicht einfach Damage machen können, aber... Ja, ich wurde ein bisschen off-guard gecatcht. Das war schlechtes Positioning, lasst uns ehrlich sein. Ich kann einmal, wenn der will mich bestimmt. Okay, ich dachte, er geht direkt drauf, deswegen habe ich Ult gemacht. Okay. Ja. Item-Build. Ich würde sagen, wir kaufen erstmal Magic Pen. Er hat auch Hextringer gekauft, müssen wir ein bisschen drauf achten. Also wir kaufen einfach erstmal Schuhe. Schuhe sind immer fein, kann man immer machen, ist gut. Und dann müssen wir gucken, was wir kaufen. Also im Jungle, wie gesagt, könnte man sie rein theoretisch ausspielen, aber ich glaube, ihre Ganks sind nicht gut. Ganks wären cool, wenn du sagst, du springst ran und ziehst die Gegner zusammen. Ich meine, okay, im Early Game ist es schon ein Buff für Jungle Diana. Weil besser einen Dash haben, als keinen Dash haben. Aber ich glaube, bevor ich halt
Diana Jungle spielen würde, würde ich halt 1000 andere Champs spielen, die das einfach besser können, so. Ich finde, Diana Jungle ist einfach, zum Beispiel, warum sollte ich Diana Jungle spielen, wenn ich einfach Echo spielen könnte? Der kann zum Gegner dashen, der prügelt übelst rein, der kann den Gegner stunnen, der hat noch ein Shield und der kann den Gegner slowen. Warum sollte ich Diana Jungle spielen? Vielleicht, weil ich Diana liebe. Das ist der einzige Grund, warum ich Diana Jungle spielen sollte. Echo Jungle, der gerade auch übrigens super stark ist, kann alles besser als Diana Jungle. Meiner Meinung nach. Diana ist vielleicht ein bisschen mehr No-Hands. Wenn du schlecht in League bist, kannst du halt hier ein bisschen mehr No-Hands machen. So. Er macht das, was wir jetzt machen können, ist mal hier so springen. Ich dachte, okay, der kommt noch in eine Q oder so, kam nicht. Jetzt zum Beispiel ranziehen, ne? Cooldown. Und ich meine, Damage ist, finde ich, mehr oder weniger, glaube ich, derselbe. Es ist jetzt nicht das Argument, dass man sagt, hey, ja, okay, Tobi, du hast jetzt Cooldown auf der Ultimate, aber dafür hast du mehr Schaden. Ich finde, das zählt nicht, weil ich glaube, ich habe im Endeffekt sogar weniger Schaden. Durch die Pässe fehlt übel viel Damage und ich habe keine Punkte im E. Da fehlt übel viel Damage. Ich glaube, da Punkte rein zu investieren macht keinen Sinn. Also, früher hast du halt einfach richtig oft gedasht und hast du den Gegner mit den Dashes verprügelt. Und das hat halt, das war auch super unfair und das war auch ein Grund, warum es jetzt diese Passive gibt. Weil sich das einfach unglaublich unfair angefühlt hat, wenn du einfach Q, E, E oder Q, Ultimate, Ultimate, ne? Das ist super unfair gewesen, weil du damit einfach alles zerschlagen hast. Wenn du eine Triple Ultimate gemacht hast, dann waren das 180% AP Scaling, da ist jeder tot. Jetzt hast du halt 120% und ein Base Damage von 40. So, wie machen wir den jetzt? Wir könnten einmal hier dashen, ziehen, zack. Vielleicht ein Ignite? Das reicht, glaube ich, nicht. So, was können wir hier machen? Nichts vielleicht? Oder stirbt er noch? Okay, wir haben gleich ein Schild. Da kommt ein Momo. Wir können ja schon mal ein bisschen poken. Das ist eigentlich nur das Ding dort. Okay, er hat keinen Bock mehr. Okay, das war natürlich knapp mit dem da oben. Wir könnten da immer noch für gehen, eventuell. Wobei der Ward, das hat mich gesehen. Aber ja, ich meine, das ist der PB, ne? Was haben wir zu verlieren? Ist wahrscheinlich kommt die Sinn auch jetzt von hier. Oh, lol, guck mal, der ist immer noch da. Laufen wir da lang? Wir laufen da mal lang. Na gut. Ich finde persönlich auch die E, so viel bringt es im Early Game auch gar nicht, glaube ich. In dem Matchup war es jetzt okay. Aber es gibt sehr, sehr viele Matchups. Oh, komm ich da jetzt echt nicht hin? Der läuft weg. Brudi, komm her. Ich könnte jetzt ran dashen, aber ich kann ihn nicht ziehen. Ne? Jetzt zum Beispiel, also da wäre auch ziehen wieder cool gewesen, ne? Ran dashen, ziehen. Also es gibt viele Matchups. Wie sieht ein Diana-Matchup aus? Du spielst gegen einen Zauberer in der Mitte. Ist er immer noch da? Du spielst gegen einen Zauberer in der Mitte. Was bedeutet das? Das bedeutet, er hat Range, wird dich in der Lane poken, das nervt überkrass. Und das bedeutet vor allem, okay, du springst auf den Gegner. Aber du wirst ihn wahrscheinlich nicht töten. Du kannst ihn nicht ranziehen, das heißt, er läuft mit normalem Movement Speed vor dir weg. Ja, ich würde AP statt machen. Er läuft mit normalem Speed weg, das heißt, du kannst ihn ja nicht slowen, er läuft einfach weg vor dir. Und irgendwann ist der Punkt, okay, hey, da ist der Turm, ich muss mich jetzt umdrehen. Und dann prügelt er dir richtig Damage rein. Und das ist immer, wenn du einen Nahkämpfer spielst, der nicht mobil ist. Bei Rele zum Beispiel ist das was anderes, weil du einfach zu deinen Minions zurückdasht. Oder irgendwo zu einem Minion dasht. Du kannst auch einen Stun machen. Warum sollte ich Diana spielen, wenn ich Irelia spielen könnte? Ich meine, klar, okay, die sind schon ein bisschen unterschiedlich, aber irgendwie auch nicht unbedingt. Wenn man es so sagt, könnte man sagen, Irelia ist halt Diana. Ja, Diana ist halt einfacher, ne? Aber Irelia hat halt fast alles, was Diana irgendwie kann, ne? So, grob. Oder sie ist von der Rolle sehr ähnlich. Sagen wir, es sind ähnliche Rollen. Es sind jumpende Nahkämpfer, die prügeln. So ähnlich. Bruiser-Prügler. Was natürlich, wir müssen aber auch mal über Vorteile sprechen. Also ich denke, dass ihr Teamfight halt insane sein könnte. Jetzt. Sie könnte im Teamfight jetzt sehr, sehr stark sein. Wenn du in 3, 4 Leute rein engagest, und die, wobei die Range nicht so groß ist, ne? Also, es ist keiner Mumu-Ult. Es ist kleiner. Aber wenn du in 3, 4 Gegner reinspringst und da übelst reinprügelst, könnte ich mir vorstellen, dass das schon übel Damage macht. So, wir können mal Botlane roamen. Wir können mal Botlane runter roamen. Roamen wir mal runter. Wir haben jetzt Ultimate, das ist fein. Na, jetzt habe ich auch nichts zu beklagen, wenn wir Ultimate haben. Da kommt noch ein Lee Sin. Hier, guck mal, jetzt machen wir so. Guck mal, jetzt machen wir einfach gar nichts. Hier machen wir nur E. Da können wir mal Flash Ult machen, aber ich glaube, wir brauchen hier actually gar nichts machen. Eine Q. Zack, den haben wir getroffen. Ziehen wir da ran? Nö, ich glaube, das können wir uns einfach aufsparen. Hier nochmal eine Q. Zack. Ja. Guck mal, jetzt können wir hier gleich vielleicht. Passt auf. So, noch eine Q. Okay, er wird jetzt hier gleich zurückkommen. Zack. Ziehen wir den ran. Da kommt die Ultimate Damage. Zack, ist er tot. Das ist okayisch.
Das ist okay, aber... Also ich bin nicht zufrieden. Ich habe vorhin eine Runde gespielt, die nicht so gut lief. Na, wir stehen jetzt 4-0-4. Und ich muss einfach sagen, ich hatte das Gefühl, es fehlt übel krass Damage. Ich konnte keine AD-Kills töten. Ich war nicht in der Lage, einen AD-Kill zu töten. Und ich finde, normalerweise kann das Diana unglaublich gut. Sobald du die Q triffst, ist der AD-Carry tot. Du springst drauf, prügelst ein paar Auto-Tags hinterher, machst noch eine Ultimate oder du wartest, bis noch eine Q da ist. Aber du prügelst die Scheiße aus den AD-Kills raus. Und das konnte ich gerade überhaupt gar nicht machen. Es ging überhaupt nicht. Vor allem, wenn der AD-Carry nämlich da rausflasht, dann hast du gar nichts mehr. Du hast ohne die Ult kein Damage. Die W, lasst uns ehrlich sein, macht überhaupt keinen Schaden. Die E ist okay. Okay, sie ist okay. Sie ist okayisch. Und die Q ist nett. Aber es ist auch nicht übel krass. 200 Base Damage ist nicht insane. AP-Scaling ist okay. Also, es ist jetzt nicht turbo wenig, aber für einen Assassine halt, ne? Wir reden hier von den Assassinen. Und die alte Ultimate hat halt reingeprügelt wie sonst was. Ich glaube, das ist so der größte Punkt. Vielleicht macht es halt Sinn, Punkte als zweites in die E rein zu investieren, damit man da schnell mehr Damage zusammenkriegt. Vielleicht macht das Sinn. Aber, guck, jetzt können wir nämlich, dann warten wir nämlich. Oh, da ist eine Laterne. Okay, aber das fighten wir jetzt. Zusammenziehen, zack. Da eine Q rein, rüber. Ach, scheiße, okay, aber das ist okay. Das ist okay, jetzt kann ich sagen, wow, this chance so broken, ne? Das würde jetzt jeder YouTuber sofort machen, aber Leute, die rennen alle runter. Ich habe 2-0-4er gekillt, ne? Also, ich weiß nicht. Ihr könnt ja gerne sagen, was ihr davon haltet. Auf dem Papier würde jeder sagen, ja, ist cool halt. Du kannst voll früh dashen, hast einen Dash im Early im Game. Aber ich vermisse schon den ranziehen. Jetzt zum Beispiel, zack, ich könnte jetzt ranziehen. Ne, rein theoretisch. Damals. Aber nur damals. Da haben wir den Kill noch bekommen. Und ich finde halt, ich sehe keinen Vorteil darin, die... Schaffen wir das oder sterben wir hier? Ich glaube, ich sterbe auch noch. Leise gehe ich jetzt geschafft. Ich sehe einfach keinen Vorteil darin, den Dash früher im Game zu haben. Ich persönlich, was ich vermisse auf Diana. Diana ist einfach so ein Champion, du gehst rein und entweder der Gegner stirbt oder du stirbst. Weil wenn der Gegner nicht stirbt, dann musst du weglaufen und wirst du einfach verprügelt. Weil du auch gar nichts mehr machen kannst. Das ist nur Mobility. Oh, wir haben übel viel Geld. Was ich sagen würde, was Diana braucht, ist, vielleicht wäre das zu broken, aber man könnte dann ja an den Zahlen tunen. Dass die eh auf Minions geht, auf verbündete Minions. Oder auf verbündete Champions. Nicht auf Wards. Das wäre vielleicht zu broken, aber lass die eh auf verbündete Minions gehen. Dieser Champ ist einfach, dann macht das auch Sinn. Da kannst du im Early Game mal reinspringen und springst auch wieder raus. So. Hey, du machst so, zack. Okay, jetzt sind wir wahrscheinlich auf One-Shot, ja. Dann springst dann hin und springst dann wieder zurück. Das ist cool. Aber, ne, so zack, hier so. Gehst du hier so rein, zack, fightest hier ein bisschen und dann gehst du wieder raus. So ungefähr, ganz grob, ne? So, wir haben jetzt übelst ein Prügel-Damage. Das wird jetzt auch aussehen, als wäre das broken, aber... Ja, Leute, das sind alles No-Hands. Wenn's auf... Also, glaubt keinem PBE-Gameplay. Gar keinem PBE-Gameplay. Hier ist aber mal jetzt ein Teamfight, Leute. Komm, da gehe ich jetzt mal volle Möhre rein. Ja, das ist okay. Ja, also, ja, keine Ahnung. Die sind halt alle am Inten. Was soll ich sagen? Ich kann den Damage noch nicht einschätzen. Ich bin fett. So, wir könnten jetzt zum Beispiel springen. Macht mir aber überhaupt keinen Sinn, weil ich kann nicht zusammenziehen. Das Beste, was ich machen könnte, ist das hier. Das ist auch nett, aber... Ist jetzt auch nicht giga-broken. Ist okay. Warum geben die eigentlich noch nicht auf? Also Leute, wenn euch irgendein YouTuber sagt, dass irgendwas insanely broken ist, ne, das Thema hatten wir ja ganz oft schon, auf dem PBE, wenn es eine Liga für den PBE geben würde, dann wäre das Papiereimer oder Origami-Flugzeug oder sowas. Also die Leute sind mindestens 3 Ligen schlechter als Eisen. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass nur der YouTuber tryhardet, ne? Ich tryharde natürlich so ein bisschen, ne? Ich versuche ja so ein bisschen was aus dem Champion rauszuholen. Oder auch andere, die dann Aphelios spielen, die wollen dann tryhard und gucken, hey, cool, was geht hier so? Aber, im Endeffekt, ja, komm ran, gib mir eine Q. Ja, komm, nimm ihn dir. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das Worth war. Aber im Endeffekt ist diese Person halt die einzige, die tryhardet, vielleicht sogar auf Diamond oder höherem Niveau, während alle anderen noch nebenbei Pornhub gucken oder irgendwelche Serien sich reinziehen. Also, deswegen, ne, alles auf dem PBE ist insanely broken. Gut, was kommt hier? Inferno? Ne, Erde sogar. Wir sind super big. Wir haben wieder die Ultimate mal wieder ready. Also, ich weiß nicht. Ich finde, also, dieses Game ist halt genau das Gegenteil zum Game, was ich gerade hatte. Im Game gerade hatte ich halt... Zack, okay. Ultimate, kein Damage. Aber das war natürlich auch vielleicht misplayed. Kann darüber diskutieren. Das Game gerade fehlte mir einfach insanely Damage. Wirklich insanely Damage.
Ich meine, wenn man kein ADK one-shotten kann, dann sagt das irgendwie schon alles, finde ich. So, wir gehen mal eben shoppen, weil wir haben auch kein Mana mehr, würde ich sagen. Ich wundere mich aber immer noch, dass sie nicht aufgeben. Warum geben die nicht auf? Es kann sein, dass sie sich gegenseitig alle flamen. Ich meine, 1-9, 1-6, 1-6, 3, der Aphelios ist der einzige. Oder ist es halt, das sind alles Mates von ihm. Und er ist halt halbwegs im Game und deswegen sagen sie, ja komm, lass mal ein bisschen spielen. So, wir gönnen uns jetzt Ludens. Man könnte natürlich vielleicht Nash ausbauen, aber ich fand halt auch vorher mit der Passive Contest, wie viel Schaden macht. Ich meine, die macht schon okayischen Schaden, aber wir sind halt auch gigafett. Vorher hatte die Passive jetzt so 400, plus 400 irgendwie gemacht. Und man könnte halt richtig geil sagen, hey, ne, ich baue hier die Passive auf und dann dash ich auf ihn drauf. Kann man natürlich jetzt immer noch machen, aber die macht jetzt halt bei far nicht mehr so viel Schaden wie vorher. Das Apis Gang war halt immer richtig krank. Vor allem, ich habe sehr oft Rabadons First gebaut auf Diana. Oder Spellbinder. Ich bin jetzt nicht so der Spellbinder-Freund. Finde da. Es gibt halt diese Core-Items. Void Staff, Rabadon, Stundenglas. Und wenn du Spellbinder brauchst, dann brauchst du immer noch alle drei Items. Das zackt ein bisschen. So, hier draufgesprungen. Ja, mein Gott, der ist tot. Ja, ne, meint. So, wir können noch einmal zusammenziehen. Vielleicht sollen wir mal Aphelios zeigen, wie der Hase so läuft. Wir warten mal auf Aphelios. So, eine Q. Na, meint. Vielleicht kriegen wir ihn auch ohne Q. Ich finde halt, unterm Strich fehlt uns jetzt einfach mehr Utility als vorher. Die fehlt einfach. Bis Level 6 ist sie besser, danach finde ich sie schlechter. Da oben ist Aphelios. Aphelios. Hier, nimm das. Ich würde draufspringen, ich würde einfach mal drauf dashen und gucken, wie viel Damage wir machen. Und ja, Leute, ich weiß, man sollte es eigentlich resetten, aber als Diana kannst du in den meisten Fällen einfach drauf dashen. Du dashst einfach drauf, ziehst zusammen, machst so, und dann explodiert der Gegner. Dann explodiert der nächste Gegner und dann gewinnst du das Game. Ja, weiß nicht, ist schwer einzuschätzen jetzt durch dieses Game. War natürlich auch ein super Stomp, ich kann es nicht immer beeinflussen. Ich persönlich mag es nicht. Und ich finde, ich kann es sehr, sehr gut sagen, weil ich habe rasiert, ne? Wenn du natürlich 0-9 gehst und sagst dann, ich mag es nicht, dann kann er sagen, ja, hey, du bist einfach nur bad. Aber weiß ich nicht. Mir gefällt's nicht. Ich spiele aktuell eh keine Diana. Weil Diana ist bei mir einfach das Problem, wenn du mal richtig krass gegankt, du bist einfach ein Mobility-Opfer. Für einen Assassinen ist dieser Champ viel zu unmobil. Klar, du hast jetzt deinen Dash früher, aber das ändert im Endeffekt überhaupt gar nichts. Weil du kannst zwar früher rein, aber du kommst trotzdem nicht raus. Ja, das war meine Meinung. Ihr könnt mir natürlich übel gerne sagen, was eure Meinung ist. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.